Mein Name ist Elia Fiedler. Und ich heiße Justus und wir sind sozialpädagogische Fachkräfte in der offenen Jugendarbeit im Sunrise Dortmund. Das Sunrise Dortmund ist eine Jugendbildungs- und Beratungseinrichtung sowie ein Jugendtreff für LGBT+-Jugendliche im Alter von 13 bis 23 Jahren. Wir haben sowohl die offenen Treffs als auch nochmal bestimmte Schutzräume und zusätzlich zu den Treffs haben wir dann auch noch Beratungsangebote und sowas wie spezifisch vorbereitete Gesprächsrunden. Neben den Sachen, die wir im offenen Treff machen, wie zum Beispiel Kickern oder Kreativangebote wie Nähen und Basteln oder Spieleabende, machen wir halt auch Ausflüge zum Beispiel mit den Jugendlichen. Das kann sein ans Meer oder eine Fahrradtour. Die werden individuell geplant und das Angebot ist sehr vielfältig. Du kannst uns über Instagram oder per E-Mail erreichen oder zu unseren Öffnungszeiten zum offenen Treff kommen oder eins unserer Beratungsangebote nutzen. Wir haben an 5 Tagen unter der Woche Öffnungszeiten von 16 bis 20 Uhr für den offenen Jugendtreff für alle queeren Jugendlichen im Alter von 13 bis 23 Jahren. Jeden ersten und dritten Dienstag im Monat haben wir unser Angebot für trans- und nicht-binäre Jugendliche. Jeden zweiten und vierten Dienstag im Monat ist unser BPOC-Treff für queere People of Color und queere Jugendliche, die von Rassismuserfahrungen betroffen sind. Jeden Donnerstag bieten wir unseren Flinter-Treff an für Frauen, lesbische und Interpersonen, Trans, Non-Binary und Agender-Personen. Weitere Informationen findest du unter sunrise-dortmund.de. Du bist es wert, dich für dich und auch für andere Menschen stark zu machen. Wende dich an Menschen, die dir nahestehen, zum Beispiel auch an Lehrkräfte, denen du vertraust. Auch die Schulsozialarbeit kann dir helfen oder via das Sunrise Dortmund. Sucht euch trotzdem Kontakte. Dafür ist halt gerade zum Beispiel das Sunrise auch eine super Anlaufstelle, weil ihr hier halt einen sichereren Raum habt, wo ihr Leute kennenlernen könnt und nochmal anders Freundschaften und soziale Beziehungen einfach führen könnt. Was man darüber hinaus natürlich noch machen kann, ist zum Beispiel Sportgruppen oder Musikgruppen, einfach Interessen im privaten Bereich nochmal auch mit anderen Menschen zu teilen und darüber Leute kennenzulernen. Trau dich, mit Menschen darüber zu sprechen, die dir wichtig sind. Das können zum Beispiel auch Arbeitskolleginnen von dir sein. Wenn du unter 24 Jahre alt bist, dann wende dich gerne auch an uns. Wenn du rechtliche Tipps brauchst, wende dich an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes oder an den LSVD oder das Rubicon NRW. Das sind Anlaufstellen, die dir dabei helfen können, dein konkretes Problem zu bearbeiten. Dass jeder dort sein kann, wie er eben ist, mit all seiner Vielfalt, die die Person so mitbringt und keine Angst zu haben oder das Gefühl zu haben, sich verstellen zu müssen, sondern dass man einen sicheren Arbeitsplatz hat, in dem man alle seine Stärken auch einbringen kann. ArbeitgeberInnen können sich für mehr Vielfalt einsetzen, indem sie sich selbst fortbilden, zum Beispiel im LGBT+-Bereich oder in anderen diskriminierungssensiblen Bereichen. Es ist wichtig, sich selbst Informationen drauf zu schaffen, damit die Menschen sich wohlfühlen können, ohne sich erklären zu müssen. Und dass man eben den Arbeitsplatz auch als Raum vielfaltsfreundlich gestaltet, indem man das Team mit ins Boot holt und sich zum Beispiel auch bei Gesprächen positioniert zu bestimmten Themen, sodass halt signalisiert wird, dass es ein Raum ist, in dem jeder erstmal einfach sein darf. Und darüber hinaus kann es natürlich auch einfach immer sehr hilfreich sein, mit allen Beteiligten darüber zu sprechen, wie die Bedürfnisse gerade im Arbeitsumfeld sind und was man sich vielleicht noch so an Unterstützung wünschen würde. Also abgesehen davon, dass man sich halt möglichst mit vielfältigen Lebensweisen auseinandersetzen kann und mit offenen Augen durch die Welt geht, ist es halt auch immer wichtig, Räume zu geben, wenn Menschen sich mitteilen wollen, Menschen selber sprechen zu lassen, statt über Menschen zu sprechen und sich halt klar zu positionieren, wenn man Diskriminierung mitbekommt. Wir alle können uns immer weiter über bestimmte Themen informieren. Es ist sehr wichtig, sich selbst zu bilden, um andere Menschen zu unterstützen. Außerdem ist es auch sehr wichtig, offen gegenüber dem Thema gewaltfreie Kommunikation zu sein. Gewaltfreie Kommunikation bedeutet für uns unter anderem, andere Menschen nicht zu beleidigen, sondern wertschätzend miteinander umzugehen. Ich glaube, das würde ganz vielen Menschen super viele Ängste nehmen und ganz viele Ressourcen freisetzen, die halt momentan darin gebunden sind, bestimmte Situationen aus Angst zu managen.
die man dann einfach viel besser dafür nutzen könnte, seine eigenen Möglichkeiten zu entfalten. Ideal wäre es, einen Safe Space für alle Menschen zu bilden, in dem sensibel mit allen Diskriminierungen umgegangen wird. Also ich würde sagen, es ist einfach ein Safe Space für Gleichgesinnte und ich finde, es bekämpft auch so die Eintönigkeit des Alltags, dass man ein bisschen Abwechslung hat zwischen dem Stress von der Schule und so. Für mich ist am wichtigsten wirklich diese Gemeinschaft. Also dass man wirklich, selbst wenn man eben diese Leute nicht hat und irgendwie so Gleichgesinnte nicht hat, dass man das hier auf jeden Fall findet und auf jeden Fall unter Leuten ist, wo man definitiv weiß, man wird akzeptiert und man wird irgendwie gesehen als das, was man ist und nicht ausgegrenzt. Ich kann das auf jeden Fall was empfehlen, weil es einfach ein komplett anderes Wertesystem hier gibt als in der ersten Linie. Und man sich halt einfach aufgenommen fühlt und angenommen fühlt. Ich finde die Poster, die an der Wand hängt, eigentlich ganz süß, dass man überall gesagt bekommt, dass so wie man ist, dass es halt okay ist und dass es Leute gibt, mit denen man reden kann, wenn man das muss.